Moin zusammen und willkommen zu Pokémon Omega Rubin für den Nintendo 3DS, das Remake der alten dritten Generation, die damals für den Game Boy Advance erschienen ist und jetzt endlich ein Remake. Ich habe echt lange drauf gewartet und ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass es auch endlich gibt und ich bin so froh, dass es für den 3DS ist, gerade mit der neuen Super-Grafik, die wir aus Pokémon X schon kennen und ich bin echt sehr gespannt und auch sehr gehypt von diesem Spiel, bin ich ganz ehrlich zu, ich habe mich sehr drauf gefreut. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe zwar Groudon sehr, sehr gerne, aber ich möchte gerne das Spiel starten. Deswegen würde ich sagen, kurz und schmerzlos, legen wir los. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen. Manchmal schließen wir uns auch mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Doch obwohl wir ihnen so nahe stehen, wissen wir nicht alles über Pokémon. Pokémon bergen noch viele, viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meinen Forschungen zu lüften. So viel zu mir. Und wer bist du? Ich muss ganz ehrlich mal sagen, dieses Intro ist der Hammer. Ich mag es, wie es anfängt, dass man erstmal die Optik vom Game Boy Advance hat und sich erstmal denkt, okay, was geht hier ab? Aber echt schön eingebaut, muss man ganz ehrlich sagen. So, wer ich bin, so, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und ich liebe dieses Phänomen, dass Pokémon-Professoren es einfach nicht schaffen, menschliche Geschlechter auseinanderzuhalten. Bei Pokémon schaffen die das mit dem ersten Blick auf das Pokémon, aber bei Menschen immer, und ich bin ja auch dafür, dass man dieses Phänomen ein bisschen unterstützt. Deswegen werden wir auch Ruby nehmen oder Orlando oder Brix oder wie auch immer ihn nennen möchte. Denn ich bin kein großer Freund von dieser Dame hier. Und weil ich ihn sowieso besonders lieb habe und mein Herz geschlossen habe, dank des Pokémon Adventure Mangas werden wir Ruby nehmen. So. Ja, das wird sehr lustig. Verrätst du mir auch deinen Namen? Okay. Dann passt es aber wenigstens mit dem Spitznamen zusammen. Ist ja klar. Dann sehe ich auch wenigstens mal aus wie ein Kerl. So. Wenn der Spitzname so schon genug Verwirrung bringt, dann machen wir es auch richtig ordentlich. So. Oh, das wird schön. Du heißt also Mitch. Ja, das habe ich dir gerade eben gesagt. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Mitch. Genau der, der in meinen Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Also gut, bist du bereit? Dein Abenteuer kann nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. Komm mich einfach in meinem Labor besuchen. Text war zu schnell weg. Verdammt, es ist so hell, es blendet. Oh mein Gott, meine Augen, meine Augen! Ich weiß, auf den alten GBA-Spiel, da ist man gleich aus den Umzugswagen rausgestiegen und hier kann man das selber machen. Gibt's noch irgendwas? Guck mal. Oh, Zuri-Puppe. Ihr Geruch weckt alte Erinnerungen. Das ist schön. Und ganz viele Kisten, aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden können. So, die Kiste ist mit dem Bild eines Pokémon bedruckt. Das ist das Logo einer Pokémon-Umzugsfirma. Okay, hier ist ein Schrank. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Da ist noch ein Baum. Ah, das sind die Kisten. Okay, gut. Ich glaube, drin gibt's nicht. Dann gehen wir mal raus, ne? Adventure! Mitch, da bist du ja, Schatz. Die Fahrt in Umzugswagen... Was nochmal? Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Aber jetzt bist du ja endlich da.
Willkommen in Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Na, wie gefällt es dir? Ich finde dieses Dorf richtig idyllisch. Hier kann man bestimmt wunderbar leben. Findest du nicht auch? Und du bekommst natürlich dein eigenes Zimmer, Mitch. Also komm, lass uns hineingehen. Na, was sagst du, Mitch? Drin ist es auch ganz gemütlich, oder? Die Pokémon der Umzugsfirma übernehmen für uns das Einräumen und das Saubermachen. Das ist sowas von praktisch. Mach um, bye bye. Vielen Dank für alles. Gute Arbeit. Bye bye bye. Mach um, bye bye. Stell doch mal dein Zimmer oben ersten Stock an. Fadi hat ja ein kleines Umzugsgeschenk, eine neue Uhr gekauft. Jesse, bitte red dich ein, Mitch. Okay. Ich glaube nicht, dass das Machomai war. Nee, ich kenne mich zwar mit Pokémon nicht so aus, aber ich glaube nicht, dass das Machomai waren. Oh, und guck mal, da oben ist ja Zuckelpuppe hingekommen. Das ist ein Azupuppe. Ja, das haben wir gerade eben schon gehabt. Okay. Oh, das ist der default Surround Sound hier. Okay. Wir gehen dann mal in unser Zimmer hoch. Oh, guck mal, da ist die Uhr. Die Uhr ist stehen geblieben. Du ziehst sie neu auf und stellst sie wieder richtig ein. Die Uhr ist jetzt auf 20.42 Uhr eingestellt. Okay, ist eigentlich eine Stunde zu weit, aber gut. Mitch, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Wie ich sehe, ist alles wunderbar aufgeräumt. Sehr schön. Unten ist auch schon alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind wirklich praktisch. Ach ja, schau mal nach, ob auch dein Schreibtisch nichts fehlt. Mami, du wiederholst dich. Okay, schauen wir uns noch ein bisschen hier im Zimmer um. Oh, guck mal, wir haben die Wii. Oh, warum ne? Das ist eine Relaxopuppe. Ja, das sehe ich auch, dass das eine riesige, fette Relaxopuppe ist. Ich hätte gerne in echt übrigens auch so eine. Das wäre voll cool. Hier haben wir die Wii U stehen. Oh, dein eigener Bildschirm. Oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das steht auch gar nicht hier neben mir auf dem Boden oder so. Nein. Da läuft eine Sendung, die Mutti gefallen würde, ja? Aha. Aber es wird Zeit zum Aufbrechen. Okay. Was wollen wir denn aufbrechen? Safe oder sowas? Guck mal, hier ist ein Mülleimer. Hier ist Lea, hier ist unser Bett. Kann man nichts mit machen. Gut, Schreibtisch. Mitch blättert durch das Notizbuch. Tipp Nummer 1 für Abenteuer. Öffne das Menü mit dem X-Knopf. Tipp Nummer 2 für Abenteuer. Wähle Speichern, um deinen Fortschritt zu sichern. Wow, wir haben ein Menü. Oh, schick. Das ist ein schickes Menü. Hier kann ich mich selber angucken. Die ganzen Orden und sowas. Schön. So wie es natürlich auch in den alten Spielen war. Oh, die Option, ganz wichtig. gibt's einen Animation an, Kampfstil an, Alex an? Oh, man kann sich keine Rahmen machen, schade. Tja, die keine verschiedenen Rahmen für uns, macht aber nichts. Speichern werde ich jetzt nicht, das werde ich dann machen, wenn ich den Part beendet habe, weil ich kenne mich ja, naja, passiert doch irgendwas Dummes. Wir haben einen Trank bei uns mit bei, sonst eigentlich nichts. Wir haben übrigens, wie ich gerade merke, keinen PC. Das ist ja wow. Da oben ist eine Kiste, schick. Gut, oh, hier ist noch eine Karte. Hier kann man uns noch eben die Höhenregion ansehen. Genau, da sind wir nämlich. Oh, guck mal. Wunderschöne Pixel. Also. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Unser Zimmer sieht sehr schick aus. Wir sind sehr zufrieden. Oh, da bist du ja mit. Schnell, komm, schnell her. Da siehst du, das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist gleich im Fernsehen. Und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show, die der aller Welt bereits ungeduldig entgegengefiebert haben. Tun. Oh, schon vorbei. Wenn Vati wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade. Ach ja, bevor ich es vergesse. In dieser Stadt wohnt einer von Vatis Freunden, Professor Birk ist sein Name. Er wohnt gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Okay. Oh, da liegt noch ein Zettel auf dem Tisch. Oh mein, guck natürlich. Auf dem Zettel von Mutti steht, was es heute zu essen gibt. Ganz viel Fleisch. Okay. Und dann gibt's Schoko-Eis. Oh, es wird dunkel. Es ist ja auch schon 20 Uhr. Zwinker, zwinker. Ich habe meine Uhr noch nicht richtig eingestellt. Aber bevor wir da reingehen... Oh, hier ist das Labor. Okay. Erstmal mit den Leuten quatschen, die wir wahrscheinlich diese Standard-Tipps wieder haben. Normalerweise verschanzen sich Professor Birk den ganzen Tag in seinem Labor, um zu forschen. Aber manchmal stirbt er wie ein Tentantel, oh Gott, gestochen nach draußen in die Wildnis, um neue Daten zu sammeln. Wann ist er eigentlich mal zu Hause? Also ist er doch nicht zu Hause.
weil er sich doch eigentlich einsperrt. Oder auch nicht. Egal. Wenn sich dein Nintendo 3DS-System im Standby-Modus befindet, kannst du Daten von deinem Freund enthalten. Das ist die Passergebnis. Blablabla. Entschuldigung. So, wer wohnt denn hier? Haus von Professor Birk. Dann gehen wir mal einbrechen. Ach, wir sollen ja eigentlich aufbrechen. Oh, hi, na? Oh, hallo, wer bist du denn? Ah, du bist Mitch, unser neuer Nachbar. Freut mich sehr. Wir haben eine Tochter in deinem Alter. Sie freut sich schon darauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, sie ist oben in ihrem Zimmer. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Ich habe gerade Hausfriedensbruch begangen, aber okay. Dann gehen wir mal nach oben. Hallo, fremdes Mädchen, das ich noch nicht kenne und einfach mal so in ihr Zimmer reinspaziere. Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaubt. Fehlt noch was? Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Mitch. Ihr seid also heute eingezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Mein Traum ist es, mit Pokémon aus der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Als Papa, ich meine Professor Birk, mir erzählt hat, dass du hierher ziehst. Nun ja, ich hatte gehofft, dass du nett bist und dass wir Freunde werden können. Ach, was rede ich denn da schon wieder? Und das bei unserem allerersten Gespräch. Oh nein, was hätte ich vergessen? Ich wollte meinem Vater noch helfen und ein paar wilde Pokémon für ihn fangen. Aber bis später, Mitch. Die Gesichtsausdrücke. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Das wird ein sehr schönes Spiel. Oh Gott, oh, da steckt so viel Liebe drin. Ich krieg Gänsehaut. Wir gehen mal ins Labor schauen natürlich. Und er wird natürlich nicht da sein, aber wir gehen trotzdem mal schauen. Kommen wir da überhaupt rein? Natürlich kommen wir da rein. Da sind die Assistenten drin, die uns erstmal voll labern werden. Oh, die Musik ist schön. Schöne Musik. Hallo. Du bist Professor Birk, der ist leider nicht da. Er arbeitet gerade an einer Feldstudie. Weißt du, was eine Feldstudie ist? Das ist, wenn man ein bestimmtes Phänomen in der Natur, also nicht in einem Labor erforscht. Ja, der Professor hat nicht viel für Schreibtischarbeit übrig. Für ihn ist praktisch Erfahrung mehr wert als Theorie. Deshalb sieht es ihn mehr wieder nach draußen. Ich nehme an, er forscht wie gewöhnlich auf Route 101. Direkt hinter der Stadt. Okay, dann würde ich mal sagen, lassen wir diesen dubiosen Kerl mal hinter uns. Und schauen mal, ob wir Professor Birk finden. Ich kann da hinten jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was soll ich mir tun? Oh mein Gott, jemand muss doch helfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, doch keine Panik. Ich gehe mal eben nachschauen, okay? Ich kann da hinten jemanden schreien. Oder sagt das gleich nochmal, okay? Aber ich finde das so süß, wenn sich runterhockt, also Ruby. Gehen wir mal gucken. Hilfe! Hilfe, da drüben, bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel, da drin findest du ein paar Pokébälle. Okay. Ich glaube, Professor Birk hat ein bisschen Probleme. Naja, während Professor Birk doch mal von den kleinen Pfiffchen zerfleisch wird, schauen wir uns mal einfach die Pokémon an, die in seinem also in seiner Tasche sind. Ja, und hier können wir unser Pokémon wählen. Wir können natürlich wählen zwischen Flamby, Gekkabor und Droppy. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Probleme, mich in diesem Spiel einfach mal für Gekkabor zu entscheiden. Allein schon wegen Gewaltroh und dessen Mega-Entwicklung, die einfach geil ist. Flamby, die kennen wir ja schon von Logan mit der Mega-Entwicklung. Ich habe auch kurz gedacht, Droppy zu nehmen, aber dann dachte ich, nee, Gekkabor ist viel cooler. Also nehmen wir Gekkabor. Ja. Auf geht's. Retten wir Professor Birk. Oh mein Gott, unser erster Pokémon-Kampf. Ein wildes Pfiffchen erscheint. Das war schon lange da, aber ist okay. Auf geht's. So. Cooles Menü, muss man ganz ehrlich sagen. So. Funden wir jetzt erstmal das. Ja, wir funden es. Komm. Pams. Ach Gott, das ist voll die Klatsche gekriegt, ey. So, au. Oh, das tat dezent weh. So, Pfiffchen jetzt. Postmob, kriegst nochmal. Hier. Bitchlap. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Futterattacke eigentlich anders funktioniert. Aber egal. Spiel das Spiel. So, jetzt machen wir noch einmal Absorber, unsere KP ein bisschen hochzukriegen. Und da ist das Fiefchen Matsch.
Puh. Ich habe im Mohngras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, aber warte mal. Bist du nicht Normans Sohn Mitch? Ich hab dich gar nicht erst erkannt. Du bist ganz schön groß geworden. Aber das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Okay. Ich hab nichts gemacht. Na schön, Mitch. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich weiß zum Beispiel, dass du noch kein eigenes Pokémon hast. Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, in deinem Adern fließt eben das Blut deines Vaters. Ich hab's. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du eben eingesetzt hast. Yay! Ich wollte aber eigentlich Hydropy, aber egal! Nein, Quatsch. Willst du deinem Gecko wohl gleich einen Spitznamen geben? Ja! Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Schön, schön. Welcher Spitzname soll es denn sein? Ein sehr wunderschöner Spitzname. So. Moment. Ich finde es auch schön, dass es männlich ist. Dann passt es wieder. Es heißt Brokkoli. Das ist auch überhaupt nicht an Brokkoli ange... Ja, es heißt Brokkoli. Mehr sage ich dazu nicht. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer. Meine Tochter Maike steht gerade auf Route 103, genau, so ist das, Nachforschung zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es bei ihr läuft? Ja, okay, großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Von ihr kannst du lernen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ach ja. Wenn du dich verlaufen solltest, dann wirf einen Blick ins Kartennavi deines Pokémon-Multi-Navis. Gar nicht so viele Fremdwörter, bitte. Dort kannst du deinen aktuellen Aufenthaltsort überprüfen und nachsehen, wo Route 103 ist, auf der sich Macke gerade befindet. Falls sich dein Pokémon unterwegs verletzt, nimm es mit zu dir nach Hause und gönne ihm etwas Ruhe. Cool. So, wir haben unser eigenes Pokémon, unser erstes Pokémon überhaupt. Und es ist ein Gekarbor oder Gekarbor oder Gekarbor, egal. Es heißt Brokkoli. Schauen wir uns mal ein bisschen näher an. So, das ist unser schönes Muni von den Pokémon. Finde ich gut. Notdünger ist klar. Oh, das ist natürlich für die, ja, bitte, beruhig dich. Gott, ich bin so aufgeregt, tut mir leid. für die Wettbewerbe das Menü wieder, also dieses Menü, diese Anzeige wieder da, weil die Wettbewerbe gibt es natürlich hier auch wieder. Und das ist natürlich das Wesen noch, hier werden die Bänder angezeigt. Es ist ein bisschen scheu und sehr pedantisch, aber das macht mir gar nichts. Oh, es wird leider, doch, es wird noch angezeigt, welche Werte erhöht werden und erniedrigt werden. Die werden voll erniedrigt, die Angriffe. Sieht man aber sehr, sehr schwach. Das war auf Pokémon X ein bisschen besser zu sehen. Aber naja, das ist für uns hier während des Let's Plays eigentlich ein bisschen uninteressant, weil wir haben kein Interesse daran, Comparative Pokémon zu machen. Also von daher, naja, ist unser erstes Pokémon. Unser Gekarbon. Und es heißt Brokkoli. Nee, Brokkoli, Entschuldigung. Gut, dann schauen wir uns einfach mal das Kartenmenü an hier unten. Das ist ein wunderschönes Kartenmenü. Und da können wir uns alles ansehen. Es ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Kann man sonst irgendwie... Ah, mit dem Finger kann man hoch und tippen. Ich habe jetzt gerade den Stift nicht zur Hand, deswegen da ist Rosalstadt und dann... Ach, mit dem Schiebepad geht das auch. Da ist Route 103. Und genau da werden wir dann im nächsten Part uns hinbegeben. Und ich würde mal sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und seid auch im nächsten Part wieder mit dabei, wenn wir hier durch Pokémon Omega Rubin noch ein bisschen durch die Gegend laufen und uns mit Maike treffen und dann unser episches Pokémon-Abenteuer aller Zeiten beginnen werden. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Spiel, gerade was es im Intro bewiesen hat und wie wir auch Maike getroffen hat, auch im Laufe des Spiels noch so beibehält, weil es steckt wirklich jetzt schon voller Liebe. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Also danke fürs Zuschauen und bis dann.